Moinere Leute, ja, ich vergiss ja, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Video, nämlich den Dokkan Battle Video. Wir schauen uns heute zusammen mal an, wie viele Stones könnt ihr im Anniversary selber bekommen. Es ist nicht mehr lang, es ist noch ein Monat, ihr wisst Bescheid. Am 7. Juli startet das Anniversary. Und dementsprechend schauen wir uns mal den Stone Count an von Part 1, Part 2 und Part 3. Count doch mal außen vor gelassen, das ist quasi alles noch vor dem Banner. Dazu gibt es wahrscheinlich auch noch übermorgen oder vielleicht ein paar Tage später ein Video, wie viele Stones könnt ihr noch bekommen bis hin zum Anniversary. Heute aber geht es darum, wie viele Stones gibt es im Anniversary, wie viele Stones hat JP bekommen. Dementsprechend fangen wir am besten einfach mal an und schauen uns Part 1 an. Nämlich, ja, wie schon erwähnt, 7. Juli unserer Zeit sollte das Ganze passieren. Ich weiß nicht um wie viel Uhr genau. Aber am 7. Juli beginnt das 8th Anniversary und dementsprechend gehen wir mal die Stones durch. Ihr seht hier schon mal ganz schön, wir haben den Daily Login, also 3 Stones pro Tag bekommen wir. Darunter zählen dann auch Missionen, Part 1 Missionen sind damit dabei und die Daily Missions. 52 Stones nimmt man auf jeden Fall an dafür, dass es nur 11 Tage sind, wo quasi Part 1 geht. Dann haben wir den First Login Boni, da kriegen wir 30 Stones, den werden wir genauso bekommen. Aber jetzt haben wir etwas, was wir normalerweise nicht haben, nämlich Livestream Rewards. Jetzt ist die Frage, was machen sie? Haben sie das eventuell ausgeglichen mit quasi der Pre-Countdown-Celebration, was wir gerade haben, also diese 60 Stones, die ihr euch jede Woche farmen könnt? Oder bekommen wir vielleicht als First Login-Boni 77 Stones anstatt 30? Das ist, könnte auch eine Möglichkeit sein, da müsste man einfach mal abwarten. Aber JP hat 77 Stones durch den Livestream selber bekommen. Wir werden keinen Livestream haben, aber eventuell ein Dokkan Now. Und dadurch könnten wir auch noch Stones kriegen. Wer weiß. Also da müssen wir einfach mal abwarten. Dann haben wir die Dokkan-Events von zum einen das GT-Duo als auch das C-Duo. Wir haben Top-Crossing-Stones bekommen auf JP. Auf Global tun sie das meistens gleich handhaben. Also es war bisher üblich, dass Global und JP ihre Stones-Anzahl durch Top-Crossing abgeglichen haben. Also Global hat genauso viel bekommen wie JP. Oder wenn nicht sogar noch manchmal ein bisschen mehr. Das erste Top-Crossing war auf JP iOS Top-Crossing mit 30 Stones. Und dann haben sie Android Store gehittet und da haben sie dann 100 Stones nochmal oben drauf bekommen. Wir werden genau dasselbe sehen. Mal gucken, wie sie das Ganze aber handhaben. Ja, dann haben wir Story Events. Story Events Step 1 ist quasi die ersten 4 Stages von 3 neuen Story Events. Darunter zählt zum Beispiel auch das Story Event von Barbedy, welcher dann später mit einem Standby into Margin Vegeta geht. Aber hier bekommt ihr 29 Stones, wenn ihr alles cleart. Also ist auch nochmal ganz nett. 30 Stones, fast ein Multi, also da sagt man auf jeden Fall nicht Nein zu. Ein Skill-Up-Event werden wir bekommen. Dort werdet ihr Skill-Ups für Power of Wishes-Kategorie bekommen. Ein Stone, nur damit ihr einmal halt die Stage geklärt habt. Dadurch kommt dieser eine Stone zustande. Dann haben wir Goku Special Event. Das ist ein besonderes Event, wo man 2 Stages hat und man nennt es Gokus Intensive Training. Es ist ein ziemlich leichtes Event. Aber gibt, glaube ich, pro Stage 15 Stones. Also hier nehmen wir die 30 auch mit für das Event. Geschenken Gaul, ihr wisst Bescheid. Shadow Dragons Challenge gibt es ebenfalls. Es werden die ersten 3 Stages released von den 7 Shadow Dragons. Und daher gibt es dann auch Missionen zu. Da kommt ihr dann insgesamt auf 23 Stones mit den 3 Stage Clears. Also daher die 3 Stones. Und dann durch Missionen 20 Stones. Auch hier schon mal sehr, sehr gut für unser schwieriges Event. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein schwieriges Event gibt für Part 1. Also ich weiß es schon, es gibt keins, sind wir mal ganz ehrlich. Nämlich der einzige schwierige Kampf wird die letzte Stage vom Shadow Dragon Saga Challenge Event sein. Und zwar gegen Sun Shenron. Aber das kommt erst zu Part 3. Also ja, schweren Content technisch haben wir also quasi nicht ganz so viel zu diesem Anniversary wie zum 7-jährigen Anniversary. Es gibt noch eine New King Challenge, da müsst ihr quasi gegen Kid Buu und gegen einmal Omega so viel Schaden machen, wie ihr nur könnt. Missionen sind da quasi auch vorhanden. Das heißt, ihr müsst, glaube ich, bei Omega 30 Millionen Schaden machen und mit einem Attack und quasi bei Kid Buu 40 Millionen Schaden. Und dadurch kommt ihr dann auch auf insgesamt 32 Stones für Part 1. Super Vegito Easy A. Ja, physisch Super Vegito Easy A. Ein Easy A, was ich gar nicht fühle. Also ein schlechtes Easy A, ein sehr schlechtes Easy A. Sind 34 Stones. Also das nimmt man auf jeden Fall an. Und dann haben wir SCR Super Buu Easy A, der leider keinen Partner hat. Der kein Team hat, also Partner hat er, aber kein Team so wirklich. Deswegen, ja, hier nimmt man auch einfach mal die 34 Stones mit. Wobei man sagen muss, Super Buu ist ein gutes Easy A. Wir haben Virtual Battlefield, also einen Special Ultimate Clash. Gibt es auch 45 Stones. Und dann Social Media Campaigns. Das kann variieren. Es muss jetzt nicht heißen, dass wir genau gleich viel bekommen auf Global. Aber darunter zählt zum Beispiel so etwas wie der Posting-Button, welchen ihr dann im Homescreen findet. Die SNS-Campaign könnte man auch sagen, die es bisher oder sagen wir mal früher nur auf JP gab.
Und seit einem Jahr gibt es das, oder zwei Jahren, ich weiß nicht mehr genau, gibt es das auch auf Global. Also das werden wir auch sehen. Gut, das wäre Part 1 und in Sachen Stones sieht es gut aus, nämlich ihr kriegt 550 Stones, die ihr einfach mal ganz entspannt in das GT-Duo oder in das C-Duo-Banner stecken könnt oder aber für die Worldwide Celebration spart. Das ist schlussendlich euch überlassen, was ihr da machen wollt. Aber 550 Stones für Part 1 hört sich auf jeden Fall nicht verkehrt an. Jetzt gibt es natürlich noch so eine Sache und zwar ein Koop-Event und zwar müsst ihr da eine Genki-Dama-Power sammeln. Es gibt quasi Treasure-Items. Und abhängig davon, wie viel die Spielerschaft sammelt, kriegt ihr quasi Belohnung. Das habe ich aber zum Schluss zu Part 3 gemacht. Ich denke, dann hat man einfach nochmal einen guten Überblick, alle zusammen, wie viel Stones jetzt dieses Event wirklich gibt. Weil das ist ungewiss, wie viel es pro Part gibt. Also das kann ich euch nicht sagen. Deswegen gehen wir einfach mal jetzt weiter, lassen das so stehen und kommen dann später zu Part 3. Kommen wir zu Part 2 und zwar ja am 18. Juli, 11 Tage später, sollte Part 2 beginnen. Und hier seht ihr Daily Login Missions 61 Stones. Natürlich, wir haben hier auch ein bisschen mehr Tage bis zu Part 3. Top Crossing gab es für den Part 2 Banner auf JP mit 30 Stones. Also ich denke, auch hier werden wir irgendwie was in Richtung Top Crossing bekommen. Auch wenn ich sehr stark davon ausgehe, dass kein Global Main so heftig in die Part 2 Banner geht. Weil, I mean, sind wir mal ganz ehrlich, die sind easy skip und man spart für Worldwide Celebration. Also zumindest meine Empfehlung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Genau, dann haben wir ein Medley Event. Also in diesem Medley Event, da geht es um so gewisse OSTs von Dragon Ball selber. Da könnt ihr gewisse Stages clearen und in jedem Stage spielt eine andere OST vom originalen Dragon Ball. Deswegen, ja, hier 18 Stones nimmt man mit. Dazu gibt es dann auch noch einen Burst Mode für dieses Medley-Event und auch nochmal 9 Stones. Story Events, Step 2. Das bedeutet, jetzt können wir die Charaktere awaken, die wir quasi uns erfarmt haben durch die Story Events in Part 1. Das sind 30 Stones und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. 30 Stones durch die Story Events allein schon nehme ich auf jeden Fall dankend an. Wir haben ein neues Limited Time Event, das müsste, glaube ich, die Link Level Stage sein mit dem Grand Kai. Das gibt auch nochmal einen Stone. Da sage ich auch nicht nein zu, auch wenn es nur ein Stone ist, aber nimmt man mit. Dann haben wir das Infinite Dragon Ball History mit 28 Stones. Und wir haben weitere 3 Stages für das Shadow Dragons Challenge Event. Und das sind dann wieder 23 Stones. Dazu gibt es noch 2 Easy A's, nämlich einmal von Ella Spirit Bomb Goku sein Easy A und einmal das von Super Saiyan Blue Kaioken Goku, dem STR. Beide Easy A's gut, wobei man sagen muss, Super Saiyan Blue Kaioken Goku eindeutig straight up besser. Also, ich freue mich ultra auf Blue Kaioken Goku Spirit Bomb Easy A. Das ist so geil. Wir brauchen nur noch Universe 7 Charaktere. Ja, gut, wann kommen die? Social Media, auch hier hatten wir so um die 11 Stones. Zumindest auf JP hatten wir 11 Stones. Global kann sich auch wieder was variieren. Meistens macht Global mehr auf Social Media, aber bleibt abzuwarten. Das sind insgesamt 278 Stones, die ihr hier durchbekommen könnt. Und dann sind wir quasi auch schon bei 800 Dragon Stones fürs Anniversary, nur in den ersten 2 Parts. Und jetzt kommt das letzte, beziehungsweise der letzte Part. Und zwar am 31. Juli, die letzten paar Tage. Und hier geht auch nochmal richtig was ab. Nämlich fangen wir an mit dem Daily Login. Da haben wir 57 Stones mit Mission und Weekend. Also das nehme ich auf jeden Fall mit. Dann haben wir wieder Belohnungsstones, nämlich Thank You Stones. Die gibt es aber zum Schluss vom Anniversary. Wir haben eine Koop-Campaign. Das ist jetzt die erwähnte von mir in Part 1. Nämlich diese Spirit Bomb im Koop-Campaign, wo man sammelt, abhängig von den Treasure-Items, die die Leute einsammeln. Dafür gibt es 55 Stones. Und ich glaube sogar Rainbow-Tickets und Co. Also ist crazy. Genauere Erklärung zu den Events werden wir aber auch zu einem späteren Zeitpunkt uns nochmal anschauen. Jetzt ist einfach nur wichtig, wie viele Stones bekommen wir durch dieses Event. Burst Mode für Tech Vegito Blue sein Dokkan Event, als auch für SDR Gogeta Blue sein Dokkan Event, nimmt man mit. Dann haben wir Story Event Easy A Area von den Free-to-Play Units von Part 1 und Part 2. 6 Stones ist nicht ganz so viel, aber ja, nimmt man halt mal mit. Dann haben wir Shadow Dragons Challenge. Hier finde ich schade, dass man nur eine Stage release, nämlich die Sin Shenron Stage. Ich finde, man hätte die sogar zu Part 2 releasen können. Warum nicht? Weil dann hätte man auch ein bisschen was Schwereres gehabt für Part 2. Warum musste das Part 3 kommen? Leider. Aber gut, beim 7-Year war es auch so, dass man sagen kann, okay, Part 3 hat dann wirklich die Brecher-Events gebracht. Dann haben wir New King Challenge und zwar noch weitere Missionen werden hinzugefügt. Dadurch könnt ihr dann 14 Stones ergattern. Nimmt man auf jeden Fall mit. Wir haben SDR Gogeta Blue sein Easy A, genauso wie Tech Vegito Blue sein Easy A. Darauf freuen sich wahrscheinlich die meisten. Also das wird der geilste Shit ever. Die Units sind absolut broken, absolut busted. Ich habe so top tier geil Bock darauf. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ja, freue ich mich. Part 3 wird legit das Beste werden von der kompletten Celebration. Sind wir mal ehrlich. Okay, GT-Duo mitnehmen und dann direkt straight up Part 3. Nehmt mich mit zu Part 3.
Ja, dann haben wir Chain Battle. Chain Battle gibt es auch gegen Nappa und Vegeta und Anniversary Battle. Das hat einigen Leuten Spaß gemacht. Da fightet ihr quasi gegen alle Anniversary Charaktere nach und nach. Also dafür gibt es 88 Stones, nimmt man mit. Und Social Media nochmal 3 Stones durch diese SNS Campaign im letzten quasi Abschnitt. Und das ergibt dann prickelnde und wunderschöne 369 Stones. Ja, wenn wir uns jetzt das Ganze anschauen, dann sind wir bei 1200 bis 1300 Stones. Und ich muss ehrlich sagen, das ist gut. Das ist jetzt nicht so wie 70 Anniversary, da kann natürlich noch mehr dazukommen. 70 Anniversary war noch ein bisschen mehr, muss man ehrlich sein. Aber nur für Part 1, 2 und 3 gibt es alleine schon 1200 Stones. Und ich denke, da können wir alle froh drum sein. Dann nämlich, wenn ihr die Unit schnell ziehen solltet, könnt ihr diese Stones gediegen mitnehmen für die Worldwide Celebration und sie dann dort investieren in bessere Banner, bessere Charaktere, vielleicht auch coolere Charaktere, wo ihr mehr gehypt drauf seid. Das ist dann euch überlassen. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Das sollte der Stone Count sein. Denkt dran, über 1000 Free Stones gibt es für euch zum Anniversary. Natürlich müsst ihr die Events auch schaffen. Das ist erstmal fernab. Aber falls ihr die neuen Units zieht, sollte das kein Problem sein. Das soll es von mir gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Haut da rein.